Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Kampf in der YTPL. Wie ihr schon seht, wir sind ja auf Showdown. Das nutzen wir gleich, um das Team besser vorzustellen. Aber ist natürlich dann im Kampf nicht ganz so schön. Ich glaube, es lag daran, dass Chases DS kaputt ist, denn genau er ist unser Gegner mit seinem Team. Chasing Beatrice, bestehend aus Mega Bisaflor, Manaphy, Heatran, Nachtara, Donphan, Sabayone, Vesprit, Rotom Fan, Amaldo, Kronjuwild mit dem Pflanzen Z-Kristall und Caradonis. Es fällt direkt erstmal auf, das Team ist relativ defensiv und relativ langsam. Und darauf habe ich auch mein Team aufgebaut, um genau das zu punishen. Als allererstes haben wir hier unser Mega Pinsir mit Frustration, Steinkante, Quick Attack und Sword Stance. Da wir damit alles in seinem Team relativ hart treffen können, außer Heatran und Donphan. Heatran möchte er nicht unbedingt in Pinsir reinwechseln, weil ich Close Combat haben könnte. Und Donphan nimmt auch viel Schaden von einer Plus 3 Frustration. Wir haben 220 Speed mit einem Pluswesen, um Manaphy zu outspeeden, was unter Umständen extrem wichtig werden kann, gerade wenn es auf Plus 3 geht, da ich vieles in meinem Team nicht so habe, dass es Manaphy outspeedet. Somit sehr wichtige Speed-EVs, kann ich kein Element für spielen. Also jetzt ist es natürlich noch nicht so, sondern erst in der Mega können wir es outspeeden. Das spielt ja ab in Gen 7 keine Rolle mehr. Dann haben wir unser Blitzer mit dem Magneten, den wir brauchen, um Manaphy zu One-Hitten mit einem Thunderbolt. Mit Thunderbolt Wood Switch, Thunderwave und Toxic, weil es hier wenig Coverage gab, die sich gelohnt hat. Man hätte was für Donphan mitnehmen können oder Beton Pass, um sich dagegen das Momentum zu holen. Oder man spielt Wish Heal Bell oder so, aber das hat mir alles nicht so richtig gefallen. Und so eine T-Wave auf dem Mega Bisaflor zu bekommen und ein Toxic auf dem Donphan oder eine T-Wave auf dem Heatran ist nicht so hilfreich. Aber einfach diese beiden Status, so wie ich sie brauche, um mich rumzuschmeißen, ist schon sehr angenehm, da ich, wie gesagt, mit einem eher defensiv basierten Kampf rechne. Es reichte auch 140 EVs ohne Wesen, um Manaphy zu outspeeden. Mehr brauchte ich nicht. Somit kann ich problemlos Modest spielen und sogar noch einige EVs in den Bulk investieren. Dann haben wir unseren Stammplatz mit Magearna, in dem Fall mit einem Call Mind Leftovers Protect Set. Protect plus Leftovers ist hier unsere Recovery, denn er hat solche Probleme, ein geboostetes Magearna wegzubekommen. Denn was hat er denn, was physisch viel Schaden verteilt? Das ist Sabayone, was keine Coverage hat, um es zu treffen. Donphan, was ein kleines Problem ist, aber wenn wir mit den 12 EVs sein Speed Creep umgehen, outspeeden wir das und machen mit einer geboosteten vielleicht keinen guten Schaden. Dann hat er Amaldo, was uns außer EQ nicht viel kann und auch soliden Schaden von der Flash Cannon frisst. Er hat Caradonis, worauf wir aufpassen müssen. Und das war's dann schon. Gut, Kronjuwild vielleicht noch, aber auch das kann uns nicht viel. Ansonsten vielleicht noch ein EQ auf dem Mega Venusaur. Aber gegen vieles können wir uns boosten, auch gegen Heatran. Und einfach mit Leftovers Protect uns wieder ganz gut hochheilen. Das Investment, die 12 Speed EVs sind für Speed Creeps, gerade auf Donphan oder so könnte das der Fall sein. Die physische Verteidigung ist um gegen einen Venusaur von einem EQ, wenn er uninvestiert ist, aber kein Minuswesen spielt, kein Sweet KO zu sein. Und die Spezialverteidigung ist um für Manaphy auf plus 3 mit Surf kein One-Hit KO zu sein. Genau. Dann haben wir unsere AK immer, so Arcanine Anspielung mit der Lychee Berry und Hole. Ich rechne hier wie gesagt mit einem eher defensiven Matchup. Ich hätte hier Full Speed spielen können, um mit Manaphy zu Speed teilen, aber ich denke, dass ich es mit Bug of Death und Blitzer ganz gut gehandelt bekomme. Spielt dann lieber Element, dann kann er auch nicht am Schaden sehen, dass wir keinen E-Speed haben, wobei das sich gegen ihn halt überhaupt nicht lohnt, höchstens für Sabayone, was aber sowieso nichts gegen Magearna machen kann. Und warum spiele ich dieses Set? Ganz einfach, er hat sehr viele Monster, die mir Setup geben, Mega Bisaflor, außer es spielt Sleep Powder, Heatran, außer es spielt Earth Power, dann Nachtara,
Kann nur mit Toxic ein bisschen nerven. Vesprit kann uns nicht viel, Rotom kann uns nicht viel. Und da können wir uns einfach mal ganz gut boosten. Auch gegen Sabayone können wir ganz gut uns hochboosten. Und Donphan können wir mit Leechy Berry plus Natural Gift auf plus 1 sehr viel Schaden machen. Und dazu kommt, wenn er jetzt Donphan nicht mit hat oder wir Donphan schon anders gekillt haben, dann können wir uns sogar einen plus 2 Boost holen. Und weil er nicht viel hat, was uns outspeedet, obwohl wir Element und relativ wenig Speed spielen, ist das dann schon sehr hilfreich. Bulldoze lässt uns zum einen Sabayone slowen, wenn ich das brauche, und zum anderen Heatran gut treffen. Und Sacred Fire erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Dann haben wir unseren guten Namen, unser Scrafty mit der Fiebeere, mit Sub, Bulk Up, Drain Punch und Knockoff. Kann sich auch gegen einige Mons setupen. Gerade durch die Figiberry bekommt es ganz gut Setup. Speed Creep ist, glaube ich, für einen auf Magierna Speed Creepen des Donphan, genau. Dann die Spezialverteidigung ist, damit ich gegen Mega Bisaflor subben kann, glaube ich. Attack war übrig und KP, weil ich Bulky sein wollte. Dann haben wir unser Nightmare, weil es mit Taunt schon viele seiner Walls nerven kann. Außerdem kann es Sachen wie Heatran crippeln. Sehr nervige Kombination für sein Team. Kann sich außerdem immer wieder hochhusten und Hazards entfernen. Kommt in sehr viel in seinem Team rein. Das Investment ist, glaube ich, um auch hier nicht von einem plus 3 Manaphy geone-shottet zu werden, auch wenn wir dem nicht so viel können. Kann es nicht schaden. Rest physisch defensiv. 4 für Speed Creeps in die Initiative und Full HP. Lumberry, weil ich kein wirkliches Item mehr übrig hatte wegen Item Claws und das uns zumindest eine Turn rausholt, wenn uns was toxicen möchte. Jetzt sagen wir, schauen uns gleich mal an, wie sich der Kampf entwickelt hat. Wir leaden hier mit unserem Magierna, weil ich mit dem Amaldo Lead gerechnet habe und er leadet hier direkt mit seinem Manaphy. Wechselt auch wieder raus, weil er Angst hat vor einer Elektroattacke in sein Mega Bisaflor, was wir nicht so gut treffen kann. Wir gehen ja auch raus, weil ich ihm mit dem Set nicht so viel kann und ich kein Setup-Fodder sein wollte. Er konnte Blitzer mit nix killen, weshalb ich Blitzer hier gut reinwerfen konnte. Und ich bleibe hier drin, weil ich die T-Wave auf diesem Mega Venusaur haben möchte. Denn dann kann er sich nicht gegen Mons, die ihm um die 50% machen. Entei müsste das auf plus 1 zum Beispiel sein, die ganze Zeit gegenheilen. Des Weiteren ist Venusaur ganz guter Setup-Fodder für Magierna und Scrafty und das geht einfach noch ein bisschen besser, wenn dieses Teil nicht immer angreift. Dann bin ich hier rausgegangen auf meinen Bug of Death und er war schon mal gefullparat, hat sich also so gesehen schon mal gelohnt, ihn zu paaren. Bug of Death baut einfach Druck auf und dem macht er auch nicht so viel. Er geht hier raus in seinem Rotom-Fan. Und ich habe das hier schon mit einer Stone Edge, die ihr gleich seht, predicted. Allerdings geht sie daneben, was sehr ärgerlich ist. Ich kann ihn, soweit ich weiß, mit einer weiteren Stone Edge nicht rausnehmen. Ich hatte Angst vor noch einem Miss. Und er könnte gescarft sein. Allerdings macht so ein Rotom, abgesehen von Kraftreserve, Boten nicht viel gegen Blitzer. Kann ich hier also wieder reinwechseln. Ich brauche meinen Blitzer auch nicht healthy. Ich brauche es nur alive, um Manaphy zu handeln. Ich hatte kein Crown-Type dabei, weshalb ich nicht viel verliere, wenn ich World-Switch drücke. Und ich gehe in meinen Mandibuzz, um potenziell Walks, die er legt, direkt wieder wegzuräumen. Außerdem kann ich es ganz gut mit dem Knock-Off treffen. Irgendwas das Item abschlagen ist immer gut. Mega Venusaur macht uns nicht viel, weshalb er das nicht wirklich reinschmeißen kann. Er legt hier Dual-Screens aus, was ein kleines Problem darstellt, da er jetzt Manaphy in der Screens hat. Aber dem habe ich erstmal sein Damp Rock abgeschlagen, weshalb ich schon wusste, okay, er hat Rain Dance im Set. Allerdings ist das keine zu wichtige Information, außer dass er wohl kaum, er könnte halt Rain Dance, Tail Claw, Wasser Move und Ice Beam spielen, was alles ist, was er gegen mein Team braucht. Ich habe hier meinen Blitzer reingeschmissen, weil ich Angst vor Setup hatte und er mich, wie gesagt, nicht one-shotten kann. Hab Wall Switch gedrückt, um das anzuchippen, weil ich ihn auch nicht one-shotten kann. Und ich dann doch im Regen nicht den Schaden von dem Manaphy nehmen wollte. Unser Scrafty tankt hier sogar 2 Scalds. 2 Surfs hätte ich nicht getankt und ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Roll gewesen wäre. Und ich wollte einfach, falls er sich Setup, den Drain Punch rausdrücken, war, draufdrücken, war aber hier
dazu bereit, mein Scrafty abzuwerfen, wenn es sein muss, weil er hat Caradonis dabei und das ist ein Problem für mein Scrafty. Ich habe hier Bulk abgedrückt, weil ich mir schon gedacht habe, dass er mich halt auf die Figgyberry Range bringt und ich dann halt noch einen Hit tanke auf jeden Fall, wenn er mich nicht crittet und etwas mehr Schaden mit dem Drain Punch macht. Ich mache mir auch super viel Schaden. Ich habe mir erhofft, dass er Bulky investiert ist, dann hätte ich mich nämlich ganz gut gegenheilen können. So nimmt er mich hier raus mit der Excessor. War auch naheliegend, dass er nicht Bulky investiert ist, wenn er Raindance spielt und Swimthrift drauf hat, aber hätte ja sein können. Ich gehe in mein Entei, was ihn hier rausnehmen kann, denn er hat nicht viel, was in Entei reinwechseln kann. Höchstens Manaphy und das ist schon relativ low. Deswegen opfert ihr hier auch seinen Bespritt, müsste das sein. Ich hoffe, ich verwechsel das gerade nicht. Und ja, Entei nimmt es hier raus. Jetzt kann er allerdings wieder in sein Manaphy gehen. Was natürlich ein Threat für Entei ist. Ich habe mich aber dazu entschieden, mein Entei zu behalten. Hab befürchtet, er bringt mich auf Leechy Berry Range. Dann wäre Bulldoze mein Play gewesen. Also mit Surf wäre es auch so gewesen, aber Scald hat das nicht getan. Weshalb ich ihn hier mit den Bärenkräften Pflanzen angreifen kann. So war es eigentlich definitiv mein bester Play. Also ich hätte 1v1 dieses Manaphy safe besiegt, wenn es mich nicht crittet. Er geht ja aber raus in seinen Rotom. Ich glaube, er hat mit noch einem Bulldoze gerechnet. Dachte, dass ich beendet wäre oder so. Aber ja, auch das Natural Gift hat er ganz gut abgefangen. Mit World Switch bringe ich dieses Rotom in eine Range, wo ich es mit einer Quick Attack von meinem Pinsir rausnehmen kann. Also auf plus 2 meine ich jetzt. Ungeboostet bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn er physisch defensiv ist, nicht. Und ich bringe ja meinen Magierner rein, da ich damit auch seine Moves ganz gut abfangen kann und das den Burn noch am ehesten fressen kann. Na gut, Entei hätte man auch reinschicken können oder Mandibuzz, aber Entei wäre halt gestorben und Entei ist noch ganz gut in dem Match. Nicht super wichtig, aber ganz gut möchte man nicht unbedingt wegschmeißen, wenn es nicht sein muss. Flash Cannon reicht hier zum Turret KO gegen das Manaphy und es ist ungeboostet, weshalb es mich nicht rausnehmen kann. Somit ist mein Play hier einfach nochmal Flash Cannon zu drücken. Er geht ja auf Raindance, setzt nochmal den Regen für sein Amaldo auf. Amaldo kann die Q im Set haben und da er offensiv investiert ist, vielleicht sogar beendet, ist es mein Play hier gleich mit Magierna nicht drin zu bleiben. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich wollte erstmal protecten, um zu scouten, was er macht. SD wäre ein kleines Problem geworden. Aber ja, dann hätte ich die Turn stallen müssen. Er geht ja auf VQ. Soweit ich weiß, zeigt das mir, dass er gebandet ist. Wenn ich richtig liege. Auf jeden Fall gehe ich hier in meinen Manibuzz. Nee, ich glaube, dann hat es mir, doch klar, dann hat es mir gezeigt, dass er gebandet ist. Pinsir wäre ja, glaube ich, sogar der bessere Play gewesen. Habe ich an der Stelle aber nicht dran gedacht. Warum auch immer. Vielleicht war ich mir nicht ganz sicher, ob er bandet ist und wollte es nicht riskieren. Aber eigentlich war das bandet. Jedenfalls opfert er hier seinen Rotom zum Knockoff. Und Pinsir macht ja an der Stelle auf jeden Fall schon mal Work. Ich schmeiße meinen Entei rein, um zu gucken, was er macht. Er geht auf Rock Slide und da er rausgewechselt ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er gebandet ist, weshalb ich hier meinen Blitzer reinholen kann, was noch einen Rock Slide tankt, auch bandet. Und mir so gesehen entweder einen Killer an Amaldo holen oder er holt seinen Venusaur rein. Der World Switch reicht er auch aus, der Crit dürfte nicht gemeldet haben. Und ich hole mir meinen Mega Pinsir rein. Ich bringe entweder, also wenn er in Sorg geht, habe ich ein kleines Problem durch Sturdy. Und er geht aber in Mega Venusaur. Ich denke mir, okay, booste ich mich halt dagegen. Er geht aber auf Sleep Powder, was ich vollkommen vergessen habe an der Stelle. Und der SD war so dämlich, weil ich habe ihn für nichts mehr gebraucht. Und jetzt wird es nämlich nochmal gefährlich. Er bringt ja seinen Sorg rein. Auf sein Switch verbrate ich schon mal eine Sleep-Turn, kann also ab der nächsten Runde aufwachen. Ich bringe meinen Mandibuzz rein, weil das am ehesten noch was tankt, aber es tankt kein Stone Edge Crit. Es tankt auf jeden Fall also keine 2. Er zeigt dir den Close Combat, mir damit, dass er nicht gescarft ist,
weshalb ich dieses Teil zum Glück noch handeln kann. Gut, Blitzer hätte noch eine Scarfed Stone Edge gelebt, weshalb ich das Teil so oder so noch hätte handeln können. Aber ich hätte durch die Sturdy ein Wake-Up mit meinem Megapinsel gebraucht. Ich gehe auf World Switch, weil das auf minus 1 ausreicht, um ihn anzuchippen und ich nicht gesehen habe, dass er irgendwie auf Stone Edge geht. Somit war das mein Play. Ich gehe auf Bug of Death und krieg den Second Turn Wake-Up und kann hier seinen Bisafloor mit der Frustration rausnehmen, was ich gleich hätte machen sollen. Und jetzt hat er nur noch sein Sorg. Und das ist kein großes Problem für meinen Pinsir plus Blitzer. Ich kann jetzt seinen Sturdy kaputt machen mit der Quick Attack, danach Blitzer reinholen und ihn rausnehmen. Er geht ja auf die Stone Edge, nimmt damit nochmal Bug of Death raus. Und ich hole hier meinen Blitzer rein und kann ihn rausnehmen. Aber es wäre auf jeden Fall super spannend geworden, wäre er Scarf gewesen, da wäre es mehr oder weniger ein RNG-Gamble gewesen. Denn Blitzer hätte 4 Full Pares, denke ich mal, gebraucht, was 0,02% entsprechen sollte oder 0,07 oder so. Ich hatte das gestern mal nachgerechnet. Er hätte aber 4 Stone Edge Treffer gebraucht, um mich zu besiegen, was auch nur 40% entspricht. Und ja, es wäre also quasi, ich hätte den Wake Up wiederum gebraucht, sonst hätte er sich einen Stone Edge Miss leisten können. Es wäre also am Ende ein reines RNG-Gamble geworden. Und das alles nur, weil ich nicht einfach dieses Mega-Bisafloor rausgenommen habe, danach die Sturdy von dem Sorg gebrochen mit der Quick Attack und danach es mit irgendwas rausgenommen. Wenn er Scarf, also es wäre egal gewesen mit was. So habe ich zum Glück trotzdem gewonnen, weil er nicht Scarf war. Ansonsten hätte ich diesen Kampf noch verlieren können. Auf unnötige Weise hätte ich mich sehr geärgert. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.